Hallo Leute und herzlich willkommen in unserer kleinen Studentenbude mit der Alexa. Und da hinten ist die Giga. Heute ist Dienstag um 5:30, 20 vor 6, Leute. Ich kann mit euch ja gleich wieder nichts machen, weil ihr beide zur Schule müsst. Hier ist eklig. Und da laufen wieder Kakerlaken rum. Bäh. Gina, du hast gerade das Klo kaputt gemacht. Es wäre schon cool, wenn du es eventuell reparieren würdest. Hallo? Ah. Wie weit bist du eigentlich mit deiner Geschicklichkeitsfähigkeit? Level 2. Okay, alles klar. Ich würde heute ganz gern mit den beiden was machen wollen. Problem ist nur, wenn die gleich in der Schule sind, dann kann ich die vernichten. Ja, perfekt. Dann sind die wieder so fertig. Wie geht's dir denn? Dir geht's eigentlich ganz gut. Und wie geht's dir? Du musst zum Klo, aber gut, es geht gerade nicht. Die ist halt im Reparieren, ne? Ist natürlich logisch. Alexa, magst du nicht mal so ein bisschen aufräumen, vielleicht einfach mal, so by the way? Wahrscheinlich ekelt sie sich gleich auch wie den Kakerlaken. Weil die läuft aber jetzt nicht so rum, ne? Nee, gut, okay. Weil hier ist hier schon eine Maus rausgekommen. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Hier auf jeden Fall schon. Ja, dann stell dich doch nicht so an. Vernichte die doch auch einfach mal. Und hier kannst du gleich mal putzen. Okay. Sie sprüht halt einfach mit so einem Insektenzeug wahrscheinlich ein. Hilft nur bei aktuellen Kakerlaken, aber nicht die, die wiederkommen wahrscheinlich. Da ist bestimmt irgendwo ein Nest. So, du musst jetzt hier gar nichts mehr machen. Außer vielleicht gleich mal aufwischen. Perfekt. Es hörte sich gerade eher an, als würde irgendwas blubbern oder so. Keine Ahnung, was das ihr Problem ist. Sie möchte jetzt gerne irgendwie baden, das geht aber nicht. Ja, was mache ich denn jetzt mit euch? Du könntest hier noch einen Snack essen. Ja, sie müssen halt beide in einer Stunde zur Schule, ne? Dann esst du mal einen Joghurt. Und du nimmst dir da jetzt irgendwas. Ja, gut, okay, passt schon. Gina, magst du deinen Joghurt noch schnell essen? Die Alexa ihren Grillkäse. Alexa muss eigentlich noch mal ganz schnell zur Toilette. Weiß nicht, ob ich das noch schaffen kann. Piesel du mal wie ein Champion. Eigentlich möchte ich ganz gerne heute mal in irgendwo eines der neueren Gebäude rein. Ich weiß, dass irgendwo was ist, wo draußen auf einem Balkon eine Werkbank steht. Da würde ich ganz gerne mal hin. Und ich würde mich ganz gerne um männliche Sachen kümmern, vielleicht auch. Hast du schon irgendwas Liebendes? Nein, du nicht. Hast du irgendwas Liebendes? Nein, du auch noch nicht. Okay, alles klar. Halt irgendwie sowas, weil es gibt noch den Valentinstagsbonus. Heute noch. Und den würde ich ganz gerne ein bisschen nutzen. Warum spielst du jetzt Gitarre? Du musst auch in einer Viertelstunde zur Arbeit. Warst du jetzt auf dem Klo? Nein, warum gehst du denn nicht? Ich habe dir doch gesagt, du sollst gehen. Warum gehst du dann nicht? Da steht der Joghurt darum, ne? Ist halt echt ein Traum. Wie weit bist du eigentlich mit deiner Musik-Gitarrenfähigkeit? Das ist ja jetzt Gitarre, nicht Musik. Mittlerweile ist ja wirklich alles einzeln. Das ist halt echt krass. Okay, dann geht ihr mal zur Schule. Du gehst zur Schule. Perfekt. Und du auch. Okay, alles klar, sind beide jetzt zur Schule. Und dann müssen wir echt mal gucken, wo wir dann gleich hinreisen. Ich weiß es nicht, Leute. Ja, schauen wir mal, was hier in der Wohnung so abgeht. Oh, da ruft jemand an. Hey, ich habe gehört, dass du dich mit Liberty Lee angefreundet hast. Sie ist ziemlich cool. Naja, sie ist quasi unsere Stiefmutter so ein bisschen. Also Stiefmutter jetzt nicht, aber schon Mutter so ein bisschen. Ach, Liberty. Ich hab sie jetzt mit Summer verwechselt, entschuldige. Gestresster Lehrer. Der Lehrer muss schnell weg, um wichtige Medikamente einzunehmen. Daher bittet er die Klasse, sich ruhig zu verhalten und die von ihm aufgetragenen Aufgaben zu erledigen. Soll Alexa gehorchen oder andere Hausaufgaben machen, solange sie die Gelegenheit dazu hat? Boah, also ich habe immer andere Sachen noch gemacht.
Wenn sowas ist, wenn der Lehrer mal so für 10 Minuten den Raum verlassen hat, dann habe ich immer so nicht gemachte Sachen irgendwo gemacht und meistens eher abgeschrieben als gemacht. Deswegen, weil das Aufgetragene, das ist ja nur so, beschäftigt euch, das können wir auch nachher noch machen. Und meistens fragen die Lehrer danach auch nicht mehr, weil, ja, wir machen einfach Hausaufgaben. Bei Unterrichtsende ist der Lehrer immer noch nicht zurück, also spielt es gar keine Rolle, dass Alexa zuerst die anderen Hausaufgaben erledigt hat. Die aufgetragenen Aufgaben kann sie immer noch später zu Hause machen. Ja, das habe ich mich auch immer gedacht. Beziehungsweise wir haben es meistens dann nicht mehr gemacht, weil es war ja nur so ein Beschäftigungsding. Es sei denn, es wurde halt echt spezifisch gesagt, ihr macht Aufgabe, was weiß ich, 1 bis 5 und was ihr nicht in dem Unterricht schafft, das macht ihr dann zu Hause. Also muss man zu Hause quasi alles machen. Sprich, man hat es am nächsten Tag dann irgendwo abgeschrieben. Oh, in der Stadt ist die Geekcon! Juhu! Ja, das ist geil. Da würde ich doch ganz gerne hin, aber das können wir jetzt noch nicht machen, weil unsere Mädels. Bis 16 Uhr, oh, das schaffen wir ja gar nicht. Das schaffen wir leider gar nicht, weil die sind bis 15 Uhr in der Schule leider. Ach Mann, schade. Ach, da ist diese blöde Nachbarin. Ja, Alter, die steht doch da, die da wohnt. Ist doch die, oder? Das haut er wieder ab. Für uns braucht er erstmal 3 Jahre, um abzuhauen. Und bei. Naja, gut, okay. Oh, wir haben Post bekommen. Ist das unser Briefkasten? Wieso hat sie jetzt Pause? Ist das unser Briefkasten? Nee, das ist unser Briefkasten. Aber wir haben auch Post. Nein. Wir müssen auf jeden Fall Miete zahlen. Das kann gleich mal die Gina machen, wenn sie nach Hause kommt. Ach, die ist auch hier, die Gikon. Ach Mann, das ist so doof. Ich würde da gerne hin, aber ich weiß halt echt nicht, ob wir das gleich noch schaffen, wenn sie da sind. Aber gucken wir gleich einfach mal. Ups, 12 Uhr haben wir jetzt schon. Sieht schon interessant aus, ne? Jetzt fühlt sie sich schon unwohl, weil sie müde ist. Jetzt geht's halt schon los, ne? Und sie ist auch total müde. Ja, ist halt die Frage, ne? Gucken, was gleich so geht, wenn wir 15 Uhr haben. Na, toll. Ist die Zeit wieder stehen geblieben. Dieses Schild irritiert auch ein bisschen total. Aber sonst läuft hier nichts rum. Hier läuft keine Maus, keine Kakerlake, kein nichts rum. Okay. Alles klar. Ja, es bleibt uns nichts als warten, ne? Okay, was auch immer da gerade. Oh, Rakete! Eine Rakete, die habe ich, will ich ja auch ganz gern noch haben, ne? Solltet ihr den Klassenkameraden Daniel zu sich einladen? Ja, lad den Daniel mal ein. Wer ist überhaupt der Daniel? Und wo ist Daniel? Magst du mal vielleicht einen Schlaftrank nehmen, wenn es schon funktioniert? Ich weiß noch nicht mehr, wie das funktioniert. Das muss ich eben mal schnell gucken. Ach, ihr macht direkt beide Nickerchen, ne? Ah, nee, es ist eh schon vorbei. Wir haben schon 15:46 Uhr. Die Geekon wird wahrscheinlich gleich komplett verschwinden. Schlafen jetzt beide? Ja, okay. Dann ist das gerade mal so. Ich denke, wenn wir jetzt 15:16 Uhr haben, wird das wahrscheinlich gleich alles da weg sein. Nee, doch nicht. Es ist noch ein bisschen was. Es sollte doch eigentlich vorbei sein. Und wo ist denn der Daniel, den sie eingeladen hat? Okay. Schau mal ein bisschen vor, bis sie beide wieder wach sind. Wie geht's denn dir so? Du hast Hunger und. Oh, jetzt haben sie beide Hunger. Ach, Leute. So, du kannst das mal öffnen und deinen Joghurt gleich mal weiteressen. Und Alexa kann das auch öffnen und dir das Stück Grillkäse noch nehmen. Grillkäse essen, ja genau. Endet in einer Stunde. 17 Uhr geht das. Oder bis 18 Uhr? Ach, keine Ahnung. Ich gehe beim nächsten Mal gehen wir auf jeden Fall hin, weil das lohnt sich jetzt halt echt nicht mehr. Es wäre schon ziemlich cool, wenn das mal so an einem Wochenende stattfindet, weil ich will ganz gerne noch ein bisschen was studieren nebenbei noch. Dann kannst du mal deine Hausaufgaben machen. Ja, du kannst keine Hausaufgaben machen, weil dein Hausaufgabenbuch wahrscheinlich irgendwo zu Hause rumliegt. Bei deinen Eltern und wir es einfach nicht mitgenommen haben. Du nimmst aber auch, dass dieses Nickerchen überhaupt nichts gebracht hat. Also, du kannst eigentlich nach dem Essen mal richtig schlafen, was totaler Schwachsinn ist, aber was soll ich machen? Ich Super. könnte ihr aber auch, wie gesagt, einen Hallo, Schlaftrank Eric. geben, ne? Go home.
Jetzt muss ich mal eben schauen, wie das mal funktioniert. Hier auf die Dinger, ne? Flirttrank, wie viel hast du denn? 1800. Schlafersatz. Ja gut, dann machen wir das doch. Inventar. Und dann kannst du das. Trinken, alles klar. Und du, wie müde bist du? Bist auch ziemlich müde, ne? Schauen wir bei dir auch mal direkt. Schlafersatz. Ah, oh, sie hat nur 300 Punkte. Ja gut, dann muss sie aber gleich schlafen, ne? Ach, verdammt. Hast du den jetzt getrunken? Nee, du trinkst ihn jetzt. Okay, alles klar. Alexa, du bist aber auch im Essen und Leben. Nee, du machst keine Hausaufgaben. Dann gehen wir gleich nur mit der Gina weg. Oder jetzt halt am besten direkt. Oh, sie räumt noch auf. Sehr schön. Nee. Wir reisen mit dir wohin? Was ist denn da unten jetzt noch? Da ist jetzt aber nichts mehr. Es ist doch jetzt gleich vorbei, ne? Ich wollte ja mit dir ganz gerne auch irgendwo hin. Reisen. Ohne alles. Und ich muss mir mal diese Tastenkombination raussuchen, wie man denn direkt irgendwo hinreisen kann. Was ist das? Penthouse. Okay, das ist einfach eine leere Wohnung, okay. Das ist diese Kunstgalerie. Da kann man unter anderem auch Shisha rauchen und so einen Quatsch machen. Das ist eine Karaoke-Bar, das ist die eine. Das ist ein Haus und das ist noch eine andere Karaoke-Bar. War das doch die Kunstgalerie? Oder halt, ja, Kunstgalerie ist es nicht. Ich reise einfach mal dahin, da waren wir noch nicht. Soweit ich weiß, zumindest nicht in diesem Let's Play. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der Runaway Teen Challenge aussah. Das habe ich leider vergessen. Ja, und ein kleines Infoding zu Vampire. Noch nicht vorhanden, kommt aber bald definitiv. Und ich habe damit auch einiges vor. Aber geht gerade nicht so. Wer mein Live-Update geschaut hat, weiß Bescheid. Okay, was kann man. Wieso bist du jetzt angespannt? Du hast keinen Spaß. Guck mal, du kannst hier mal ein paar Sachen bewundern. Bewundere einfach mal ein paar Gemälde. Schließlich wollen wir mit dir ja auch ein bisschen den kreativen Pfad eingehen. Oh, hier kannst du malen. Schau mal, das ist ja cool. Entfernen. Nee, entfernen das mal. Erstmal kannst du da. Entschuldigung, deine Bilder bewundern. War das denn hier mit der Werkbank? Nein, kann ja ehrlich sein. Hier kann man aber auch malen, allgemein malen, ne? Aber man kann es erstmal kaufen, dann wahrscheinlich dann malen. Aber ich will das nicht kaufen, weil hier hängt zweimal das gleiche und das ist irgendwie auch nicht schön. Kann ich es denn dann auch wieder verkaufen? Das ist halt auch so die Sache. Was ist eigentlich mit den Dingern hier? Ah, man kann es nur bewundern. Okay, alles klar. Da vorne ist eine Werkbank, aber die wird gerade benutzt. Hier kann man Ton formen und hier kann man sich einfach eine Statue angucken. Ah, das ist auch cool. Einfach diese Picknickdecke aus Outdoor einfach hier hinmachen als Plane. Finde ich gar nicht mal so verkehrt. So, sie guckt sich dann auch weiter die Dinger an. Okay, ist aber gleich damit fertig. Das ist auch so ein bisschen komisch gebaut. Hier sind Klaviere, also einmal Flügel und einmal so ein E-Piano, dann Geigen. Da können wir auch mal ein bisschen musizieren, würde ich sagen. Und hier oben ist einfach nur noch so ein paar Bilder, glaube ich. Ja, genau. Das sind einfach nur noch ein paar Bilder. Dann weiß ich echt nicht, wo das war mit der Werkbank, die draußen stand. Da muss ich echt noch mal gucken. Aber hier kann man auch einiges. Oh nein, das ist sie da am Malen. Ach. Ja, dann kannst du es knicken. Dann würde ich fast sagen, da du zur Toilette musst. Stopp, wo bist du jetzt eigentlich? Ach, da, okay. Ich muss mal eben die Wände wieder ausblenden. Und jetzt muss ich sie wieder einblenden, weil ich keine Ahnung habe, welches Klo jetzt welches ist. Das ist für die Herren und das ist für die Damen. Warum haben die denn zwei Waschbecken und nur ein Klo? Ist auch egal, verwenden. Ist da eigentlich noch eine Tür drin? Nee, das ist wirklich so einfach hinter der Ecke. Da ist keine Tür drin. Krass. Aber gut, kann man so machen. Ne? Man darf den Sim ja nur nicht beim Pinkeln zusehen. Und dann kann ich die verbessern? Warte. Also weiß ich ja nicht, ob ich jetzt die öffentlichen Klos verbessern möchte, aber man könnte es theoretisch. Ja, hier, das will ich jetzt nicht unbedingt machen. Bin ich ganz ehrlich zu wenige Leute für. Bewundern.
Okay, also ich weiß ja nicht, ob ich jetzt irgendwas kaufen soll. Ich will dir da was bewundern. Und du malst da unten noch rum, ne? Das ist natürlich schade, dass hier nur eine Leinwand quasi frei ist. Aber jetzt ist sie fertig. Ja, dann mal das doch einfach mal weiter, weil ich finde es gar nicht mal so schlecht, wie sie angefangen hat. Das müsste doch eigentlich auch Malerei leveln, oder? Ich soll gleich mal darauf achten, was sie da gleich levelt. Wenn die Gina denn mal kommen würde. Okay, ja, Malerei, perfekt, das ist sehr gut. Ich finde es auch witzig, dass die Sims jetzt hier so Glühbirnen und Plus-Dinger aus sich rauskommen. Ist auch nicht verkehrt. Mega witzig auf jeden Fall. So, danach könntest du aber wirklich ein bisschen. Was haben wir? Wir haben eine Gitarre zu Hause und als Kind hatte sie eine Geige, aber ich glaube, das hat sie nicht übernommen, oder? Nein, Geige steht gar nicht drin. Dann würde ich fast sagen, spiel doch ein bisschen Geige. Üben. Was stand da? Geige arrangieren. Achso, okay. Ich dachte schon, dass sie sich irgendwie die Geige ausleihen kann. Ach, die meinen das zu zweit hier dran weiter. Ach, wie cool. Das wusste ich gar nicht, dass man das mit mehreren Sims machen kann. Es ist schon ein bisschen langweilig, wenn man nur ein Sim hat, ne? Alexa, hier hinbringen? Wie geht's dir denn? Kann man das nicht nachschauen? Ah, doch, wollte gerade sagen. Ah, du musst zum Klo, aber du bist am Schlafen. Du musst zur Toilette und du hast keinen Spaß. Ey, ganz ehrlich, komm mal hier hin. Weil, oh, jetzt ist sie wahrscheinlich verwirrt. Weil zur Toilette kannst du auch hier gehen. Und Spaß könntest du eventuell auch haben. Ich weiß es nicht. Guck dir erstmal. Also, sie kann sich nur die Sachen ansehen. Was hast du eigentlich für ein Bestreben? Einheimische. Sich einem unbekannten Sim vorstellen, einer Freundin Wurfschüssel geben, dreimal an Essensständen bestellen. Okay. Ja, geh erstmal pinkeln. Wer bist du? Wer bist du eigentlich? Ah, das habe ich gar nicht gesehen, dass hier auch noch eins ist. Ach, verdammt. Ach, Mann. Ja gut, wenn du das dir angeguckt hast, kannst du dich gerne hier bei ihr freundlich vorstellen. Das sieht richtig gut aus. Ich würde es sogar fast selber an die Wand hängen wollen. Ohne Witz, ich finde es echt irgendwie schick. Es hat was. Alexa, wo bist du? Ach, du bist noch die Hände am Waschen. Okay, alles klar. Weil dann brauchst du dir die Dinger da gar nicht angucken. Dann kannst du direkt zu der, wie hieß sie jetzt nochmal? Selina gehen und mit der ein bisschen plaudern. Selina ist gerade konzentriert. Wo gehst du jetzt hin? Wo zum. Oh Mann. Echt jetzt? Okay, dann haben wir das schon mal erledigt. Das finde ich sehr gut. Das war es dann aber auch schon. So, du hast keinen Spaß. Was können wir denn machen, damit du Spaß hast? Hast du Lust? Nee. Musik war hier. Hier, magst du nicht ein bisschen Klavier spielen? Vielleicht bringt dir das ja ein bisschen Spaß. Ich weiß ja nicht. So, Gina, was machst du? Du bist. Ach, du machst noch Farbe dran. Das ist ja auch schön. Sehr schön. Okay. Alexa, bist du schon da? Nein. Ich wollte auf Männerjagd gehen, aber nicht um 22:07 Uhr. Ich würde doch ganz gerne gleich wieder nach Hause, wenn die beiden hier ihre Instrumente geübt haben. Weil wir haben ja morgen wieder Schule. Es ist ja immer noch Dienstag. Da folgen ja noch ein paar Schultage, aber am Wochenende will ich schon ganz gerne raus. Auf jeden Fall. Oh mein Gott, sie ist voll genervt. Die Klavierfähigkeit erworben. Okay, du konntest noch gar kein Klavier spielen. Bringt dir das denn auch ein bisschen Spaß? Anscheinend nicht. Das ist doof. Was willst du jetzt machen? SMS verschicken. Wer bist du? Wie? Wie heißt du? Anaya Young. Okay. Trinkgeld geben. Nee, spiel nur mal ein bisschen Klavier. Die Lina kommt ja auch gleich wahrscheinlich, wenn sie mal hier ihr Bild fertig gemacht hat. Es fängt auch immer wieder von vorne an mit irgendeiner kleinen Aktion, sehe ich gerade, mit dem Bild irgendwie, oder? Unterbricht sie das ganz kurz und dann macht sie weiter.
Ich spule ein bisschen vor. Ah, jetzt hat sie noch ein Foto gemacht. Sehr schön. Ah, es ist fast fertig. Ja, wunderschön. Finde ich jetzt gar nicht mal so verkehrt. So, du bist noch am Üben? Ja, ich höre dich, dass du noch am Üben bist. Okay, alles klar. Ist das schon Level aufgestiegen? Ja, cool, Level 2 schon. Es bringt dir wohl ein bisschen Spaß. Okay. Was ist hier? Ah, es soll bestimmt so eine Art U-Bahn-Tunnel sein. Darstellen. Da ich gerade Katze und Hund gehört habe, man munkelt. Was ist das? Schneekugel suchen. Oh ja, bitte. Man munkelt, dass bald Jahreszeiten und Haustiere kommen wird. Bin mal gespannt. Das ist ja auch so ein Ding, was ich mir persönlich wünsche. Jahreszeiten und Haustiere. Da würde ich mich persönlich echt drüber freuen, wenn es das geben würde. So, ich würde sagen, du hörst mal auf mit deinem Klavier und dann kannst du dich hier mal vorstellen. Wer auch immer das ist. Wir kennen sie. Okay. Achso, da ist jetzt auch die andere. Dann kannst du dich auch hier vorstellen und du kannst dir nichts machen, weil die Warteschlange vorne ist. Okay. Hör mal auf, Klavier zu spielen. Du übst aber fleißig Geige. Was ist los bei dir? Warum bist du denn jetzt beschämt? Musikalische Unsicherheit. Oh Gott, und weil Gina da steht. Oh, das tut mir leid. Aber Gina kann es auch nicht besser, muss ich sagen. Das finde ich ein bisschen schade. Sie hat als Kind ja gespielt. Aber ich glaube, wir sind eh bei Null gestartet mit ihr, weil wir ja einen ganz neuen Haushalt angefangen haben. Ich bin mir da gerade ein bisschen unsicher. So, wo war das jetzt hier? Da vorne. Ich hoffe, die sind gleich noch alle da. So, kannst du mit dem Bild was machen? Du kannst es bewundern, großes Gemälde kaufen, Gemälde verwerfen könntest. Und dann könntest du da was malen, weil du bist gerade inspiriert. Aber du möchtest eher eine Gruppenmahlzeit zubereiten, okay. Alexa, bist du langsam mal da? Aber du könntest eigentlich auch hier runterkommen, du könntest dir was zu essen bestellen. Obst und Gemüse kaufen. Okay, man kann nur Obst und Gemüse kaufen. Man kann hier sich zu essen bestellen. Finde ich aber auch nicht so verkehrt. Das können wir auch gerne mal machen. Und du kannst hier auch gerne mal Obst und Gemüse kaufen. Ah, das machst du nicht. Okay. Wir müssen ja eigentlich an Essensständen bestellen. Wir müssen eigentlich an, ja, derjenige, der was zu essen verkauft, was bestellen und nicht derjenige, der Essen verkauft. Also was, ihr wisst, was ich meine. So fertiges Essen halt. So, wer bist du? Ich würde gerne dich Alina Jakob. Aber sie geht jetzt, ne? Dann brech das mal ab und stell dich mal bitte vor bei der Alina und vielleicht auch bei der... Was ist das hier? Mareike Pauls. Kennen wir die nicht? Wo läufst du jetzt hin? Wo läufst du hin? Ach, du willst da mit den Leuten plaudern? Ach so, okay. Macht das. Kommen wir hier eigentlich irgendwie hin? Nee, das ist so. Es ist ein bisschen komisch, dass es hier so ein bisschen überirdisch alles ist. So ganz komisch. Hier kommen wir auf jeden Fall hin, aber hier ist nichts. Hm. Könnte man bei Gelegenheit auch mal eine Bank oder sowas hinstellen, damit sich hier so ein bisschen hinsetzen kann. Oder vielleicht noch eine Staffelei vielleicht noch. Wer bist du? Oh, keine Ahnung. Löst du sie jetzt ab oder machst du den Stand da auf? Ah, es ist hier. Run for Bajinka! T. Ja, Alexa, hier ist Tee. Dann kannst du vielleicht Getränk bestellen. Oh ja, trink mal einen Kaffee. Dann bist du vielleicht ein bisschen fitter wieder. Oh, ich glaube, wir müssen aber euch gleich nach Hause. Ah, das hat sie aufgemacht, alles klar. Ja, wo bist du denn? Ah, da ist sie ja. Okay, alles klar. Ich würde mal sagen, ich beende die Folge, aber ich habe jetzt nicht ganz noch auf die Uhr, aber ich glaube, wir sind schon über 20 Minuten. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.